Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt auf meinem Kanal. Diesmal wieder mit einem Survival-Titel der etwas anderen Art. Dead in Bermuda. Pff, da sind sie gelandet. Oder auch nicht. Das Spiel ist von CCCP entwickelt worden und wird vertrieben von Plugin Digital, die mir auch den Key zur Verfügung gestellt haben. Thank you for the key, guys. Ich versuche euch hier einen kleinen Eindruck zu bringen, wie in jedem Angezockt, und zwar völlig blind. Ich habe kurz mal reingeschaut, mir das Tutorial angeschaut. Das werde ich euch jetzt auch mal zeigen, somit lerne ich auch wieder ein Stück. Das soll auch demnächst in Deutsch verfügbar sein. Die deutsche Übersetzung soll kommen. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Jetzt ist vor kurzem Spanisch dazugekommen. Mein Spanisch ist eingerostet, deswegen nehmen wir doch lieber Englisch. Und wir sagen, a new game. Jetzt wissen wir auch, wie das schöne Anfangsbild zustande gekommen ist. Wir sind nämlich abgestürzt mit dem Flugzeug. A la Lost. Setting up a camp. Einige Stunden nach dem Absturz. Ja, lass uns mal reden, ne? Ups. Fokus verloren. Ja, Alice hat auch das Ganze als Horror erlebt. Na gut, Flugzeugabsturz, ne? Also sie ist Alice 45 mit ihrem Mann Robert. Sie kommen aus Montreal. Und ja, freuen sich da zu sein. Also ja, die Leute zu treffen, kennenzulernen. Naja, you called me Bob. Er erzählt über seine Hobbys. Alejandro ist 32, okay. Und war der Manager des Urlaubsressorts, wo sie anscheinend hingeflogen sind. Ja. Ach nein. I was a manager at the holiday resort you were staying in. Ach so, die sind praktisch zurückgereist. Und das ist jetzt sein einziger Urlaub, okay, verstehe. Dr. Bethany Winters, coming from London. Well, well, indeed. Also sie ist Medizinerin. Yuri spricht nicht viel. Ah, Eliana. Die Tochter von Yuri, 16, aus Russland. Welcome to this country. Dann kommt Julia. Und Julia. Sie sagt natürlich nichts über ihr Alter. Oh, Jacob kennt sich anscheinend mit dem Überleben aus, beziehungsweise, ja, wie man überlebt. We will see. Ah. Er hat einen Wassertank gefunden, mit dem wir überleben können. Okay, wir sollen den anderen Abgestürzten gedenken. So, Discussion Results. Wir haben 10 Holz dazu bekommen, zweimal Stein, einmal Brennholz, würde ich es mal nennen. Und die Depression bei allen ist gestiegen, bis auf Alice. Alice ist nicht ganz so depressiv. Wer war Alice? War das das Mädchen oder war das die Ärztin? Jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst. Welcome to Bermuda. Also, this is the camp view. You can move your mouse left and right to see all the camp. Characters are assigned. Ah, bewegt sich sogar schon so ein bisschen. 2D, 2,5D. So, sie sind alle derzeit am Feuer. Und wir können die praktisch hin und her setzen am Lagerfeuer, wie wir möchten. So, jetzt haben wir einen Charakter vom Campfire. An den Platz, wo das Flugzeug abgestürzt ist, setzen. Machen wir. Und Move Characters, Scavenge Slot. Also ich finde, der Überlebenskünstler
into campfire? Nein, 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 nein. Ah, mit rechts. So, scavenge. So, die sucht jetzt die Wrackteile. Ach so, und die Leichen zu sehen, erhöhen seine Depressionen. Naja, gut. Also es gibt 5 Phasen im Leben, in diesem Spiel. Der Hunger, die Depression, die Krankheit, das Verletzte und das Injury, also Verletztsein, Fatigue, durchnässt, würde ich es nennen. If any of these reaches 100%, the related character will die. Okay, also wenn wir das alles irgendwie 100 haben, dann ist es schlecht. So, brauchen noch einen Charakter. Ups. Wer war denn das? Wer war Julia? Liliana? Winches? Okay, das sind die Zustände. Julia, sie. Ach, sie ist... Wer war denn nur 12%? Ach, sie. Alice war das. Ah. Die Frau von ihm hier, von Bob. Okay. Sie wird auch suchen. Research. Verstehe. Sie forscht. Und wer könnte besser sein als diese stille Yuri? Nehmen wir die Yuri auch noch darüber. So. Also die suchen nach neuen Rezepten. Und jeder Charakter hat seine verschiedenen Eigenarten. But for move characters to explore, shots as a jungle. Also wir müssen noch Leute zum Exploren für Knowledge. Ah, der ist 37, der hat nur 19. Warte mal. Scavenging. Knowledge, Knowledge. Also Yuri ist zum Beispiel gut zum Forschen. Hier, die stille Wurst, können wir den nicht... Warte mal. Können wir nicht mal... die noch mal woanders hinsetzen? Und ihn? Was hat denn der für eine... Auf jeden Fall besser als seine Frau. Gut, lass mal die beiden Kerle hier durchforsten. Und das tut mir leid, das ist nicht im Bereich des Möglichen. So. Warum habe ich eigentlich immer Mail auf? Immer wenn ich die Aufnahme starte, habe ich dann was Mail, na egal. So, jetzt sollen welche den Dschungel durchforsten. Ich finde, Alessandro kann es machen, der Überlebenskünstler bleibt mal hier, wer weiß, was passiert. Explorer mit 43. Was ist mit dem Arzt? Oder der Ärztin? 39, das ist jetzt nicht so schlecht. Wer könnte denn noch? Was ist mit Julia? Okay, sie werden den Dschungel untersuchen. You can select which square to explore by clicking on the jungle and then clicking on the corresponding action. Okay. Last thing to know, wie man nun Feuer macht. Okay, wir sollen erstmal ein Feuer machen. Wir können jetzt hier... ich weiß. Hier können wir durchforsten. Okay. Was hat sie denn durchforsten? 36? Naja, ist wahrscheinlich nicht ganz so schlecht. So, wir sollen ein Campfire machen. Im Workshop. Campfire. So, da haben wir das Campfire ausgewählt. Okay, um neue Rezepte zu lernen, müssen wir praktisch forschen at the library. Okay, jetzt sollen wir noch 2 Charaktere hier ans Feuer setzen. Quatsch, an die Workbench sozusagen. Naja. Nehmen wir sie noch. Wunderbar. So, jeder hat seine Aufgabe praktisch. Es gibt 2 Phasen im Spiel, die Tag. Da kann ich die Charaktere frei versetzen und zuweisen. Und eine Phase für die Nacht. Überlege ich gerade. Was kann sie denn? Kann ich dir... Ne, die kann ich nicht einfach hinterher setzen. Gut, lassen wir die beiden mal craften. Gut. Was ist das hier nochmal? Das ist die Übersicht, die Skills. Ah, okay, das ist interessant.
kann schon zum Beispiel super craften. Wer kann denn gut erforschen? Yuri. Okay. Weißt du was? Da tausche ich die gerade aus. Da kommt Yuri nämlich ans Flugzeug. Jacob. Glaub's ja nicht mit rechtsklicken, Minjas. 65, oh ja, der ist auf jeden Fall besser geeignet. Ah ja. Sehr gut, der ist grün. Jetzt gucken wir nochmal, wer gut craften kann. Das hätte man vielleicht vorher mal machen sollen. Wer kann denn gut craften? Das gibt's hier gar nicht, gell? Doch, hier Crafting 44. Da haben wir eigentlich nur zwei Kandidaten. Yuri, den können wir nicht einsetzen, weil der schon scavenged, weil er da grün ist. Dann haben wir Alejandro. Und der nächstbeste ist Jacob. Okay. Dann kommst du nochmal weg. Wir finden schon bessere Aufgaben für dich. Wo ist Alejandro hin? Hätte ich mal vorher drauf kommen sollen, ne? Okay, dann haben wir die für Research. Ne, Moment, habe ich jetzt an Kraft geguckt? Minjas, Verplantheit Nummer 1. Crafting habe ich geguckt, ich Profi. Genau. Wer ist denn hier noch so grün? Knowledge, Jacob. Okay, also der muss forschen. Und der forscht zusammen. Der kann gut diskutieren. Naja gut, als Campleiter, naja, warum nicht, ne? Mit ihr, mit Iliana. Jakob und Iliana forschen. Bist du Iliana? Ja. So, dann tauschen wir. Schade, dass man die nicht so untereinander tauschen kann. So. Und Alejandro hat sich verklickt. Du craftest. So, wer ist noch im Crafting gut? Also man sieht ganz viele Zahlen hier. Crafting. Yuri könnte, aber der explort ja. Und Alejandro könnte craften mit Bob. Alejandro haben wir schon. Alice kommt weg. Und Bob muss bauen. Sie liest ja auch mehr. Da müsste man darauf kommen, dass eine gute Bildung da ist, wa? So, dann bleibt ja nicht mehr viel. Dann können sie, egal wie die Werte sind... Ah, Exploration. Sie ist super für Exploration. Ah, nicht schlecht. Okay. Ich glaube, so haben wir es besser verteilt jetzt. Ihr seht schon, also man muss schon ein bisschen so auf die Fähigkeiten einzelner Charaktere achten, was heißt ein bisschen, und auch die Beziehungen, es bauen sich nämlich Beziehungen auf, deswegen. Okay, here we go. Wir sagen, click next button when ready. Ich bin ready. Okay, er findet Holz, Seile und ein tasty meal. Ein Kissen, yes, Coffee Cup, noch besser. Depression steigt, klar. So, jetzt wird hier gecraftet. 100%. Wunderbar. We finished crafting the recipe. Campfire. Wunderbar. We managed to make a fire buzz. You assign characters a talk action around the fire, lowering the depression. Okay, wir müssen die abends also alle dann ans Fenster holen. Da haben wir das Campfire. Bzz, bzz. Oder ist Fatigue nochmal müde? Bin ich mir unsicher. So, die erforschen und haben erforscht eine Schlafstelle. Wunderbar. Und verstehen sich gut. New Air discovered. Sehr gut, die drei Mädels. Muss man sich merken. So, das sind die Grundlagen.
So, jetzt sollen wir wieder an die an die Workbench hier gehen. The Craft Shop, the Workshop. Und ein neues Rezept, nämlich die Sleeping Area auswählen. Wunderbar. Ah, wir können Früchte in Wasser konvertieren, so dass unser Wassertank aufgefüllt wird. Und das machen wir jetzt auch mal. Wo ist er denn, der Wassertank? Da. Und können jetzt hier Früchte rein squeezen. Yummy. So, wir haben mehr Wasser. Wasser ist sehr wichtig. Ja gut, das ist ja in jedem Survival-Spiel so, ne? Move at least 2 characters on the talk slot at the campfire. Also wenigstens 3 Charaktere jetzt. Ich würde sagen, ich setze mehr dran. Ich setze sie alle da dran. Yuri vielleicht mit seiner Tochter. Moment, wir müssen mindestens 2. Ich würde sagen, was haben wir hier eigentlich? Ah, hier haben wir ein neues Gebiet. Okay, das ist das, was als nächstes praktisch erforscht wird. Gut, verstehe. Wooden Crate. Okay, eine Kiste. Hallo? Back to camp. So, ich habe da praktisch auf den Platz geklickt. So, wie holen wir denn da? Depression 12. 20. Jetzt hier mal die Ärztin. Kannst du mit ihm unterhalten, ha, Yuri? Okay, es gibt besondere Items, mit denen wir die Depression runterkriegen können. Use Coffee. Use Item. Yuri hat so lange an dem Flugzeug da rumgemacht. Deswegen kriegt er jetzt einen Kaffee. Wunderbar. Okay, Map-Icon, da waren wir ja schon da. Okay, it doesn't pass time, but instead you have a chance to be attacked by an nasty beast, depending on stealthy. Okay, also wir können, wenn wir die Insel erforschen, also die besonderen Areale, dann können wir durch ein fieses Vieh, a nasty beast, angegriffen werden. Okay, verstehe. Go back to the camp. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die anderen nicht auch dahin hole oder ob die nicht noch forschen. Ich mache einfach mal weiter. Ah, die meinen jetzt das Bett. Oh, Minus. Wieso? Weil sie nichts erforscht haben oder was ist passiert? Minus. Also die können sich nicht ab oder was heißt das? Okay. Er bemutigt sie jetzt alle. Weiß jemand, wie man jagt? Mal gucken. I do! Natürlich, Jacob ist ja Überlebenskünstler. But not with my bare hands, nicht ohne Waffe sozusagen. Okay, wir müssen das Essen einteilen. Ja, wenn wir überleben wollen, macht das durchaus Sinn. Okay. Wasser, dann mach spätestens 2 Tagen. Genau, haben wir ja schon gemacht. Aus den Früchten haben wir ja Wasser gemacht. Was für Hilfe, ja.
Okay, wir sollten den Dschungel finden. Vielleicht lebt hier jemand. Ja, sing positiv, Madir. Sing positiv. Gute Nacht. Hunger steigt. Okay. Teil 12 des Tutorials. Okay. Also, wir müssen jetzt das Essen aufteilen zwischen den Charakteren. Und man kann die anscheinend sortieren, die Leute, oder auf verschiedene Plätze setzen und somit haben sie verschiedene Konversationen. So habe ich es zumindest verstanden. Also, wir sollen jetzt Essen auf die Leute verteilen. Das haut 10 bis 20%, das 20 bis 30. Ich würde die jetzt aber noch nicht essen lassen. So, einfach nur, weil wir eigentlich genügend haben. Müssen die auf 0 sein? Ich meine 20% Hunger. Ein leichtes Grummeln im Bauch. Gehen wir mal auf Next. So, was passiert in der Nacht? 70% Feuer haben wir noch. Die Wasserressourcen wurden 8 genutzt. Oh. Nein, das Essen verdirbt. Das hat er auch davor gesagt. Na gut, dann hätte ich es vielleicht doch nicht. Okay. Naja, gut, da hätten wir also das Essen aufteilen, macht schon durchaus Sinn. Ja, das habe ich gemerkt, dass das Essen verdirbt. So, wir müssen das Feuer am Leben erhalten. Wir können ja miteinander reden. Könnt ihr nicht mehr? Die sind nicht so gut im Diskutieren, deswegen haben die wahrscheinlich auch ein Minus. So, wir sind ja am Tag 2, das heißt, Yuri wird wieder das Wrack durchsuchen. Und die Ärztin geht wieder mit auf Exploration Tour. Sind gar nicht mal so gut, gell, in Exploration. Wie sieht's denn aus? Wer hat denn hier Exploration Skills? Alice. Die ist ja schon dabei, meine ich. Den haben wir nochmal dabei. Alice ist super, ja. Dann haben wir noch Julia und Winters. Julia und Winters. Winters ist doch ein Nachname, oder? Heißt doch keiner Winters. Julia ist schon super mit 32. Winters ist mit 37 eigentlich auch perfekt. Er könnte noch gut, aber das ist ja... Mein Gott. Feed the fire in the camp. Machen wir doch glatt. So, das langt. Wunderbar. Sammlers Tipps. Naja, das kommt nur auf den Skill an, den man ransetzt, aber auch die Beziehung zwischen den Charakteren. Okay. Okay. Good luck and have fun. Ja, dann schauen wir mal, ne? Explorer's Camp reached the jungle. Also das Ziel ist, den Dschungel zu erreichen, so wie es auch schon im Gespräch gesagt haben. Explorer on the Camp. Hier ist es rot. Das ist nicht gut. Das ist das, was wir entdeckt haben. Search. Ah, wer soll die Action machen? Alice. Nein! Fuck, Alice ist angegriffen worden von der Krabbe. Oh, Früchte, dreimal Kaffee. Na, da kann man sich auch mal die Waden beißen lassen, oder? Save some wood. Probier's nochmal. Success. Okay.
Nägel und Holz haben wir, dann ist auch die Kiste weg. Back to camp. Wow. Okay, das ist schwierig. Okay, was ist hier? Ein Koffer. Inspect. Ja, dann hätte ich das gerne search. Sie hat das super gemacht, Alice. Bitte Stealth. Fail. Oh nein, eine Schlange. Oh, die Arme. Jetzt kriegt sie es aber richtig. Aber sie kriegt Stealth besser. Psychomagazin, Painkillers, das ist gut. Kann sie sich gleich selber einwerfen. Big Trunk, das ist wahrscheinlich hier unser Inventar, gell? Ja. Hm. Okay, verstehe. Ja, dann Explore the Camp in the Jungle, ja. Dann machen wir weiter, ne? Next. Er hat wieder Holz aus dem Flugzeug, ein Seil, Tasty Meal, Meal. Da ist ein Flugzeug. Oh, eine Axt. Das ist bestimmt super, um Holz zu hacken. Und ihr? Nein, noch nicht fertig geworden mit dem Schlaf, mit der Schlafgelegenheit. Das ist aber schade. Ihr mögt euch nicht, gell? Gut. Und ihr habt was gefunden? So allgemein Tools. Okay, verstehe. Crafting Tools. Die mögen sich nicht, aber ich meine, die Fähigkeiten von denen sind ja wirklich am besten, ne? Oh, 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 oh. Aber die verstehen super, die Mädels, ja? Da hinten ist nur so ein bisschen schwierig. Gucken, ob ich das vielleicht noch ein bisschen durchwürfeln kann. So, haben wir denn hier was? Dann durchsuchen wir das hier. Ein Fischermannsnetz. Okay, tja. Alice, go for it. Ach so, ich kann jetzt jemanden da losschicken, der am besten scavenged. Dann machen wir Yuri. Ach, fail. Ach, Yuri, auch noch von der Schlange. Ah, 8%. Ah, nein. Hoffentlich hat er was Gutes gefunden. Ein Korb. Fische. Ein Fischehaken. So. Jetzt können wir welche ans Feuer setzen, gell? Ich glaube ja, dann mit die sich unterhalten können, ist mir jetzt aber egal. So, da haben wir auf jeden Fall genügend Essen, was wir denen abends geben können. Damit sie überleben. Und ihr seid zu 100% fertig. Yes! Wir können mindestens 3 Charaktere in das Bett, in dem Bett schlafen lassen. Super, machen wir auf der anderen Seite auch noch eins, oder? Wie sind wir denn? 5 und da drüben sind 8 sind wir insgesamt. Na, das ist natürlich schlecht. Na gut, dann müssen sie sich halt nach und nach ausruhen. Können die sich nicht besser verstehen? Wieder ein neues Gebiet. Oh, 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 da müssen wir irgendwas machen. Da sind wir am Campfire. Ah, sie weist ihn an, dass er doch mal craften soll. Sie zählt auf ihn. Oh, ja, die haben ein Kind und wollen sie wiedersehen. Ja gut, das verstehe ich. We can't count on you, boah, die sind hier nur im Streiten. Ja, das sieht doch schon so aus, ne? Okay. 73, da müssen wir unbedingt was tun. Das ist nicht gut. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Hunger. 30%. Sie auf jeden Fall. Bob.
sie. Komm, jetzt heute Abend kriegt mal jeder was Gutes zu essen. Ups. So. Wunderbar. Ich hätte noch am Kämpfer jemand da hinsetzen können und diskutieren lassen können. Okay, das Feuer brennt ab. Es geht weiter runter. Ein sehr zahlenintensives Spiel um Beziehungen und Möglichkeiten. So, Game safe. Wir sind wieder am Lagerfeuer. Der nächste Tag, Tag 3. Das soll mal reichen für dieses Angezockt. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet, was ihr davon haltet. Ich finde es jetzt sehr zahlenlastig. Ganz interessant. Und ich denke, für den Eiseindruck soll das bis dahin lang. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns zum einem weiteren Angezockt wieder. Bis dahin, tschüss.